Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Randy und heute spielen wir The Slash Camp Massacre. Dies ist ein kleines Spiel, das ist auf itch.io gepublished. Das ist ja eine Webseite für kleinere Studios, die da ihre Erstlingswerke da veröffentlichen. Ist halt vor ihr Portfolio, wenn die da irgendwie arbeiten wollen oder sich bewerben irgendwo, dann werden sie das dann so zeigen und sagen, hier, schaut meine Arbeit an, habe ich alles alleine gemacht. Finde mich mal anstrengend und so. So, gut. Wie schon gesagt, die ganzen Spiele sind kostenlos. Könnt ihr euch kaufen, kostet euch nichts. Vengeful and angry. Killer is killing everyone in the camp. Are you ready to escape? Or are you ready to die? Also, da kommt ein Killer ins Lager. Und bringt halt alle um. Bist du vorbereitet zu flüchten oder bist du ready to die? Singleplayer Videogame, Horror Slasher, High Endings. So, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ich gehe da mal da rein in das Ding. Ich finde es ja eigentlich immer lustig, dass sie da hier Game-Idee haben, dann alles selber umsetzen, alleine meistens und dann das Publishen und dann das alles voll auf machen. Auf itch.io, da kannst du da ja Spenden geben, aber ich sag mal so, wie viel Prozent werden da für lautes Dings ziehen? I will avenge you, I will kill everyone, I am not the same anymore, I am tired of holding myself back. Da will halt jeden umbringen. Da ist nicht mehr dasselbe. Und da hat keine Lust mehr, sich zurückzuhalten. Nuxus Game Studio Presents. Rein. Ja, rein. E-Change Item Return to Hand. Hallo, wer ist da? Ja, wir haben so ein bisschen Laufanimation. So ein bisschen links-rechts. Ist ja schon mal lustig gemacht. Was klopft denn hier? Taylor, man, I'm glad you're here. Das ist das happy, uns zu sehen. Man, what do you want? Also, wir fragen den, was los ist. Und ich hatte gerade einen schönen Traum gehabt. Und der Kerl sagt, man, the whole crew has disappeared from the camp. Also, die sind jetzt alle ja verschwunden aus dem Camp. Das war richtig seltsam. Ja. Wir sagen nur, dude, did you really wake me up just for that? Also hast du mich wirklich nur wegen dem Rotz aufgeweckt? Das sagt halt nicht nur deswegen. Da war etwas auf dem Boden. Apparently, da war halt Blut auf dem Boden. Okay, very nice, your little prank. Now let me sleep. Also der sagt halt nur, oder wir sagen da, ja, netter, schöner Scherz, ja, lass mich schlafen. Der sagt, dude, I'm not kidding, please go take a look, I'm taking care of the house here. Also der sagt halt, wir sollen da selber mal gucken gehen und da passt halt auf unsere Hütte auf. Ja, wir sagen, okay, James, okay, I will be taking a look, but if there's nothing, or if they're just hanging out or partying, because that's pretty obvious coming from teenagers at the campground. You're going to eat grass by the root. You hear me? Also da sagt halt, ja, wenn du mich da nur verarschst und da sind nur, da ist nichts und da sind nur irgendwelche Jugendliche, die Party machen, dann gibt's halt Bock auf die Fresse. Da sagt nur, ja, alles in Ordnung, sei vorsichtig, Mann. So, wir sind da wahrscheinlich in St. Camp, so ein Aufseher oder so. So, gehen wir da hin. Camping Entrance. Ach hier, Camping. Das muss ja die Richtung sein.
Oh. Oh my god, I hope this is not real blood. Ah ja, wir haben uns ein bisschen Blut gefunden. Wir können da nicht ins Feuer laufen, das ist ja schon mal gut. Naja, gut. Was nu? Uhu. Ist hier jemand? Ah, hier eine Hütte. Ah, hier geht's ja weiter mit dem Blut. Sammeln können wir ja wohl nichts. Ah, find your friends. Na, wo sind denn unsere Freunde? Ja, hier noch ein Häuschen. Oh my god. What the fuck? Wait, there are nobody's shit. There's only me and James alive in this fucking place. Also, wir haben da ein paar Leichensäcke gefunden. Das ist ja ein richtig guter Mörder. Da tut ja die Leute gleich mit einpacken. Na gut. Come back to talk to James. Na, wir haben die Leichen gefunden. Suchen wir halt James. Green Squirrel Area. Ja, unser Kind, das ist halt das grüne Eichhörnchen. Und jetzt, wenn wir zurückkommen, ist der James O. Gut. Ich sehe es kommen. Ach ja, schöne Berge im Hintergrund. Ist doch schön. Ich habe ja alle tot. Tot. Aber James, den geht's doch gut. Hier, pass mal auf, James. Man, I found four bodies in a house near the entrance of the camp. So. Erzählt er, dass wir halt hier vier Leichen gefunden haben. James sagt, what? And now what's do we do? There's no telephone, no signal in the camp. Also ja, oh, kein Telefon, kein Signal. Alle Scheiße. Hey, you and I will go to the house. And you help me to see if there is anyone alive. Otherwise, we take the bodies. James sagt, no, I don't want to touch dead bodies. Much less look at them. Da ist ein bisschen Griff. Er möchte halt nicht den Körper aufheben und die irgendwie wegtransportieren. Come on, come and help me now. Also wir sagen halt, das soll uns helfen, bitte. Damn it, why is this happening to me? Das sagt halt scheiße, warum muss ich machen? Okay, jetzt go to the house with James. Ja. James macht da hier, da hat sogar Laufanimation. Ist das denn nicht schön? So, wir gehen jetzt zu dem Haus mit den Leichen. Dann sammeln wir die Leichen ein. Haus ist James. Ist noch immer mehr gut. Nicht, dass du dann weggekascht wirst vom Kollege. Da hat er unlocker flockig die Leute abgesprochen. Aber wenn wir zusammenbleiben, passiert uns nichts. Oh no, James. Oh shit. Uff, das tut doch weh. Na, jetzt haben wir hier den bösen Mörder hinter uns. Oh no. Er jagt uns. So, was sollen wir denn machen? Wir rennen in den Wald. Nee, da war doch hier ein Boot am Pier. Oh ja, hier escapen. What? The boat is not equipped. Okay. Oh nee, da kommt. Rennen wir einfach mal in den Wald rein. Kann ja nicht passieren. Ah, hier. Und? Chaos. Out of Gasoline. Scheiße. Oh. So, wir brauchen Chaos out of Gasoline. Da brauchen wir erstmal das Benzin. Das haben wir ja schon in der Blechhütte gesehen. Schnappen wir uns einfach mal das Benzin. Füllt danach. Dann müssen wir doch bestimmt noch hier. Andere Zeichnung, ja. Gasolin. Ah, Vorsicht. Au! Das tut doch weh.
Durchgehen, aber nee, geht nicht. Ja, bisher ist es ja eigentlich ganz angenehm. Da rennt uns halt nur hinterher. Ich habe ja gar nicht geguckt, ob wir da einen Schlüssel brauchen. Aber da lag ja da drüben in den anderen Häuschen auf dem Tisch. Also von daher. Wer are you? Ach nee. Ja, auf du! Etwas denken hier über das Spiel. Macht das Spaß. Brum, brum. Jetzt lösert der Band. Kann ich irgendwie navigieren? Nee. So, was nun? Muss ich Tor aufknacken oder was? Good Ending. Na schön. So, Chat, was denkt denn ihr? Nochmal. Nach den anderen Endings gucken. Vielleicht haben wir noch. Was ist denn das Bad Ending? Dass wir einfach abgestochen werden oder was? Wir werden das jetzt mal sehen. Wir probieren das jetzt aus. Leute, jetzt geht's los. Go to the house with James. Ja. Oh no. James! Oh shit. So, nu? Das ist jetzt schlechter Ending oder was? You're dead. Continue. Aber jetzt ist es richtig schön, dass ich da eigentlich. Ah, hier, James. Der wird jetzt abgestorben. James, shit. Oh no. So. Wir rennen da jetzt. Holen die Blanke dort aus den Schuppen. Gehen über das Ding drüber. Kriegen da das Messer. Und dann können wir da ganz easy peasy wieder so ein Boot wegschippern. Dann hätten wir da ein zweites Ending und dann sind wir alle glücklich. Shit. Ihr Lust mehr auf uns oder was? Nee. Ah, hier. Jetzt können wir den U abstechen, oder was? Pschuh! Da ist jetzt verpackt und hängt irgendwo. Na, da hinten rennt er. Ja, wir gehen erstmal in eine andere Richtung. Ey! Au! Jetzt nehmen wir das Paddel aus dem Schuppen da hinten. Dann sind wir frei. Hallo. So, los geht's. Freiheit, Sicherheit. Was sind denn kommen? Gut Ending. Ist ja auch ein schlechtes Ending. Wir abgestochen werden. Ich sehe das als erfüllt an. Was sagt denn ihr aus Chat? Sind wir jetzt durch? Wir wollen ja drei Endings. Einmal tot, einmal Auto, einmal Boot. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video.
Schreibt in die Kommentare, was ihr von denen haltet, von Slasher Camp Massacre. Falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt mit Horrorspielen, könnt ihr mal diesen Kanal abonnieren. Das kostet euch nichts und ihr bleibt auf dem Laufenden. Und es wäre auch ganz gut, wenn ihr ein Like da lasst und vergesst nicht, Kommentare zu schreiben. Das hilft mir sehr, kostet euch nichts. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.